Menschen und liebe junge Hunde. Es liegt daran, ich möchte ehrlich sein, dass wir uns im Jahr des Hundes befinden. Das chinesische Jahr des Hundes ist am Sonntag angebrochen. Deswegen haben wir alle Indie-Menschen, alle jungen Indie-Menschen rausgeschmissen aus dem Studio und haben gesagt, nein, es ist das Jahr des Hundes, wir wollen nur Hunde im Publikum. Zwei, drei Menschen sind dabei. Das sind die freundlichen Menschen von der Hundeschule Lucky Dog in Berlin. Die müssen den jungen Hunden, die ja auch ein bisschen übermütig sind, hier und da ein Fütterchen geben und die auf ihre Plätze drücken. Aber heute komplettes Fernsehprogramm nur für Hunde. Jetzt mag der eine oder andere zu Recht ein bisschen Angst kriegen, dass wir keine vernünftigen Gäste eingeladen haben. Doch, wir haben. Wir haben einen der lustigsten Männer Deutschlands eingeladen. Und wie ihr wisst, gibt es nicht viele lustige Männer in Deutschland. Kurt Krömer kommt. Der hat jetzt auch noch zwei Grimme-Preis-Nominierungen. Wir versuchen an dieser Stelle nicht eingeschnappt zu sein, sondern ganz viel zu gönnen. Der ist heute da. Das wird toll. Und auf der Bühne, passend zum Jahr des Hundes, Toni Kater. Ja, eine junge Berliner Frau, die produziert wird von Inga Humpe, die wiederum Zweiraumwohnung Teil ist, spielt heute eine leise Musik, damit die Hunde nicht wütend werden, aus dem Album Futter. Es passt also alles wieder wie die Faust aufs Auge. Wahnsinn. Dann war ja nicht nur ganz wichtig am 29. Januar der Beginn des internationalen Hundejahres. Nein, ich hatte am 29. Januar Geburtstag. Das bedeutet, dass ich stramm von den 20 weggehe auf die 40 zu. Und da darf man mit dem Körper nicht mehr Schindluder übertreiben. Da muss man tatsächlich anfangen, auf den Körper zu achten, wieder mehr Sport machen. Und da hat der Sven, der von Natur aus sehr, sehr sportlich ist, gesagt, Sarah, du und ich, wir gehen schön mal in die Turnhalle. Turnen. Und wir Turnen haben, kann so schön sein. Wir haben Gerätetouren gemacht. Das gibt es heute in der Sendung zu sehen. Ich habe diverse Anläufe gebraucht, um über einen Bock zu springen. Das passiert in der Sendung. Außerdem gibt es wunderschöne Geschichten zu hässlichen Unfällen von Stars. Alle Stars, die bei uns in der Sendung waren, haben hässliche Unfälle von sich erzählt. Kurze Unruhe im Hundepublikum, dass zu Hause jetzt aber bitte keiner jetzt aufgeregt wird. Wir haben alles unter Kontrolle. Es warten auch diverse Sanitäter draußen. Gibt es noch was zu sagen? Roger Willemsen erweitert den Wortschatz. Wir müssen noch mal kurz über das Jahr des Hundes reden. Es ist ja im chinesischen Kalender, ist das das Jahr des Hundes, jetzt seit dem 29. Januar. Nur für alle, die es wissen möchten, für die Akten quasi, das letzte Jahr war das Jahr des Huhns. Stichwort Vogelgrippe, ne? Hat also tatsächlich gepasst, wie gibt's nicht anders. Dieses Jahr des Hundes und wenn man im Jahr des Hundes geboren ist, ja, dann hat man wahnsinnig schöne Eigenschaften, nämlich man ist, sagen die Wissenschaftler, sagen die Astrologen, treu, aufrichtig, konservativ und stur. Berühmte Menschen, die im Jahr des Hundes geboren worden sind. Bill Clinton, treu und aufrichtig, Knickerknacker. Cher, Claudia Schiffer, Elvis Presley und Michael Jackson. Und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und haben mal einen Astrologen gefragt, das Jahr des Hundes, was bringt uns das in dem Sinne denn jetzt? Es geht nämlich nicht immer nur um Geben, sondern auch um Nehmen. Und die Astrologen haben gesagt, dass uns im Jahr des Hundes schön Epidemien, Terroranschläge und vermehrt Magenerkrankungen ins Haus bestehen. Klingt also so, als möchte man für immer das Jahr des Hundes haben. Ich habe am meisten Angst habe ich vor den Magenerkrankungen. Ja, ganz, ganz schlimm. Ja. Ja. Es ist natürlich auch ein anderes Gefühl, ne? Wir sind hier, wir machen hier unseren allerbesten Job und dann ja. Macht aber keiner hä und keiner klatscht. Nee, und alles ist ja sowieso heute so ein bisschen, eigentlich haben wir nochmal die Uhr zurückgedreht und machen gleichzeitig noch ein bisschen Weihnachtsstimmung, weil alles ist ja so ein bisschen besinnlich heute. Ja, ne? Man muss sehr, sehr leise sein, damit ja. Die Hunde nicht aggressiv werden. Ich habe auch einen Hundebeipackzettel vorhin bekommen, wo ja. Drauf stand, was man nicht machen darf. Da stand drin, wenn ein Hund aggressiv auf sie zugerannt kommt, auf gar keinen Fall wegrennen. Sondern ganz doll freundlich bleiben. Sitzt man also so da und ist sehr, sehr freundlich und man darf ihn nicht in die Augen. Ich traue mich auch gar nicht, irgendwo hinzugucken, wobei die Hälfte pennt jetzt schon. Man traut sich, den gar nicht ins Gesicht zu gucken, ja. Weil man Angst hat, dass sie mich sofort für ein Monster halten und umbringen wollen. Nein, die haben ja noch einen Lauf um die Spree gemacht und ein sehr, sehr erschöpfendes, schwer im Magen liegendes Futter bekommen. Richtig, und die sind mit so Schulbussen angekommen. Die Hundeschule Lucky Dog in Berlin, die sind mit so Hundeschulbussen hierher gefahren. Da saßen die alle drin und haben nach Hausaufgaben gemacht, die Hunde. Und jetzt sind die aber alle fertig mit Mathe, Französisch und PW und ja. Sitzen jetzt hier und sind, die sind natürlich auch sehr, sehr lieb, ne? Da kann man denen schon mal verzeihen, dass die nicht lachen und nicht klatschen. Nein, nein, die, wenn die einen so süß anschauen, das besticht ja auch unheimlich. Wer ja. Will denn da noch Gelächter hören, ganz ehrlich?
Ich möchte trotzdem den Zuschauern ein bisschen was über den Hund vermitteln. Der Hund ist natürlich ein Tier, von dem ihr zu Hause denkt, kenne ich. Habe ich schon mal gesehen? Kenne ich den Hund. Kennt ihr vielleicht aber nicht. Wir haben ein, zwei Fakten für euch vorbereitet. Fakten, die ihr versteht. Ihr denkt ja alle nur in Klischees. Deswegen ist hier ein wunderschönes Klischees bitte zum Thema Hunde. Klischees bitte. Klischees bitte zum Thema Hunde. Hunde sind der beste Freund des Menschen. Sie sind treu, kinderlieb und wedeln mit dem Schwanz. Hunde heißen Bello, Hasso oder Waldi. Siehst du, sich direkt zwei Hunde haben sich direkt angesprochen gefühlt. Ich glaube, der da hinten, der eine Golden Retriever. Ja, ja. Ich glaube, dass der heißt Bello. Warte, Bello, Hasso, Waldi. Na, vielleicht keiner. Hundehalter heißen Herrchen oder Frauchen. Herrchen und Frauchen sehen immer so aus wie ihre Hunde. Hunde beißen nicht, denn Hunde wollen nur spielen. Hunde bellen immer dann, wenn man gerade schlafen, telefonieren oder einbrechen möchte. Hunde wälzen sich sehr gerne in Kot und schütteln sich neben einem, wenn sie aus dem Wasser kommen. Wenn Ferien sind, muss man Hunde immer an der Tankstelle aussetzen. Hunde verjagen Einbrecher, hüten Schafe und finden verschüttete Menschen. Boxerherrchen tragen lila Polunder, Jogginghosen, Goldkettchen und Bomberjacken. Freundinnen von Boxerherrchen sind blond, plateaubeschuht und solariumgebräunt. Und Hunde riechen sehr, sehr gern in Frauenschritten und rammeln an fremden Beinen rum. Das war ein Klischees, bitte zum Thema Hunde. Das wäre so ein Moment, wo so ein Applaus mir guttun würde. Und ganz ehrlich, wenn so keiner lacht, ja, und keiner klatscht, das ist, wie Ingo Oschmann sich jeden Tag fühlt. Ganz im Ernst, da musst du dich mal reinversetzen. Das ist nämlich, man soll auf dem nicht immer so rumhacken. Der ist eine richtig arme Sau. Dem fehlt was, was wir jeden Tag umsonst reingesteckt bekommen in Po. Nämlich Liebe, Zuneigung, wow, so. Ja, normalerweise ist unser Publikum ja unglaublich hysterisch, ne? Die sind hysterisch, da kannst du wirklich nichts sagen. Auch die Herrschaften an den GFK-Empfangsgeräten. Die sind, die zwölf, die sind hysterisch. Hysterisch aufgepeitscht, ganz bewusst gucken die uns. Wegen Themen, schalten nicht weg. Wegen Themen, die wir recherchieren, wie bekloppt, zum Beispiel das nächste. Wir haben natürlich zum internationalen Jahr des Hundes, beziehungsweise zum chinesischen Jahr des Hundes, etwas gefunden in einem Kaufmannsladen. Es ist ein Kartenspiel, es ist ein Quartettspiel. Hast du gerade gesagt, in einem Kaufmannsladen? Ja. Wie schön. Du musst... Riechst du, ein Hund hat gepupst. Nein. Ganz toll, ich glaube mehrere haben gepupst, es riecht ganz toll nach Pups. Oder die Band, weiß man jetzt nicht. Ganz im Ernst, Jungs? Kleinen Pups rausgefallen lassen? Einer stinkt hier ganz gewaltig. Das ist vielleicht auch einfach nur von dem Futter, ne? Wenn man ich so das kann von dem Futter sein. Das ist nicht immer der Schlagzeuger. Ich möchte trotzdem etwas vorstellen. Wir haben in einem Laden ein Kartenspiel entdeckt, es ist ein Quartett. Ein Quartett spielt man normalerweise mit Objekten der Lust, also Autos, Flugzeuge, Pornostars. Und wir haben aber ein Quartett gefunden mit Hundehaufen. Ja, das gibt es tatsächlich zu kaufen, so sieht es von außen aus. Ein Hundehaufen-Quartett. Natürlich kann man darin, der Hauptpunkt in diesem Quartett sind natürlich Hundehaufen. Ich möchte kurz mal euch da welche zeigen. Und die entscheidenden Kategorien, wonach es geht, sind da Drückdauer, also erstmal Gewicht, Länge, Drückdauer, Fallhöhe, Kotgänge pro Tag. Ja? Das sind also die guten Sachen. Ja. Oben steht dann der Name von dem, der gerade gekackert hat, ein Foto von der Kacker und ein schöner Fundort. Und dann sind da so Hunde bei wie der Poldi, die Birte. Wer nennt denn seinen Hund Birte? Weiter geht's. Na, hier. Weiter geht's mit Blondie. Hieß Hitlers Hund, hieß doch Blondie, hat mir vorhin jemand erzählt. Ja, ja. Ja. Aber das ist nichts aktenkundig, wie da die Fallhöhe war. Der Harald, die Gitter, die Möhre und der Kulle. Ja? Und dann stehen dann eben so Zentimeterzahlen, wie lange das Produkt war, wie lange das Produkt war, wie viel es gewogen hat, wie lange es gebraucht hat, um das Baby auf die Welt zu bringen. Und ich habe mir überlegt, wenn wir schon dabei sind, würde ich wahnsinnig gerne mit dir eine Partie spielen. Es geht ja immer darum, das Geilste gewinnt, oder? Ja, wir müssen schon nach Superlativ gehen hier, ne? Wie macht man das? Du kriegst einfach die Hälfte der Karten. Ich habe gemischt nochmal. Nimm doch Platz. Ich habe hier ein bisschen hier extra meinen Laptop mal zusammengefaltet. Hast du Bock auf ein bisschen Kacke-Quartett oder was? Vielleicht kommen wir uns so auch mal privat ein bisschen näher. Wer fängt denn an? Die Frage ist erstmal bei Gewicht und Länge ist natürlich klar, je mehr, desto besser. Was ist denn bei Drückdauer? Ist lange Drücken eine gute Sache oder je schneller das Baby raus ist, desto besser? Je schneller, desto besser. Also wie eine leistungsstarke Rakete. Also ja. Zum Beispiel. Ne? Also kurze Drückdauer ist Trumpf. Genau, gute Muskulatur. Fallhöhe? Vielleicht je mehr Höhe, desto besser. Großer Hund, besserer Hund. Um jetzt hier mal gleich noch so eine Wie im Leben, klar. Bringen. Großer Hund, guter Hund. Kotgänge, schönere Menschen, bessere Menschen. Je häufiger man kackt, desto besser. Genau. Alles klar. Ja. Ich fange an mit Poldi und... Leg mal vor. Oh, der kann ja nichts. Poldi ist kein guter Hund. Eieiei. Was ist denn mit dem? Oh, der hat nur... Warte mal, was könnte denn... Ich sag mal Fallhöhe 9 cm. Oh,
Da haben wir, ach nee, Quatsch, meine Länge ist 9 cm. Moment. Ja, na, Moment. Klar. Fallhöhe 4 cm. Okay, sorry. Habe ich gewonnen, obwohl das nur 9 cm Fallhöhe sind. Ja, der Kohle hat mich im Stich gelassen. Weiter geht's mit Siba. Okay, tritt an gegen Prinz. Tritt an gegen Prinz, 12 cm Kacklänge. Und jetzt du. Ach Mist, 7 cm. 7 cm. Gibt ja Mutti die Karte. Trixi. Die kann fallhöhenmäßig nichts, nur 3 cm. Ist der kleinste Hund der Welt. Kackt nur einmal am Tag, auch keine gute Sache. Aber Länge für das kleine Gewicht, 7 cm. Länge 7 cm. Da kann ich immer nur herzlich lachen. Bonzo. Bonzo ist, glaube ich, ein Boxer, wenn ich das sehe. Kann ich jetzt leider nicht in der Kamera halten. Aber der scheißt gepflegte 50 Gramm. Und die Länge sind 13 cm. Das Alter, ist mein Hund. Nicht so schlecht, ist deiner. Ja, klar, jetzt aber verdientermaßen. Entschuldigung. Alles klar, alles klar. Jetzt der Zappes. Komm mir mit Kotgänge. Der Willi hat geile Kotgänge. Ich vergleiche ganz kurz. Das ist das überhaupt, darf man das? Gewicht, Achtung, da kommst du nie gegen an. 110 Gramm. Okay, ich habe nur 76. Der Willi hat nur 76 Gramm, aber dreimal am Tag. Meiner braucht 29 Sekunden. Ja. Ist das nicht sehr, sehr lange? Entschuldige, für den halben Kilo braucht man schon mal eine halbe Minute. Das ist aber wirklich wie eine kleine Geburt, ne? Das einen noch. Ich habe Foxy. Ich habe Senta. Oh shit. Senta ist, glaube ich... Ja, oh shit. Senta ist nicht gut, glaube ich. Na los. Naja, zwei Kotgänge hau ich mal raus. Zwei Kotgänge. Drei Kotgänge gegen Mist. Foxy. Hat Foxy gewonnen. Ich könnte stundenlang mit dir Hundekacke-Quartett spielen. Ah, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Jetzt hätte ich Pluto gehabt. Der hat wieder eine gute Kotgewichtsgrammanzahl. Naja, Juppie kann nichts. Wir hören besser auf und kommen zu hässlichen Unfällen. Gibt es einen Kotunfall dieses Mal? Ich wüsste schon gerne, wie die Hunde das so finden. Dass sie einfach mal... Und, für euch ist schön? Ja, da redet einer mit dem Schwanz. Ja, aber der geht. Ach, vielleicht musste der früher weg. Ist das alles abgesprochen? Wahrscheinlich. Ist das der 50 Cent unter den Hunden? Da muss ich Flieger kriegen? Alles klar. Schon. Wir machen schnell weiter mit einer Mats. Und zwar geht es um hässliche Unfälle bei uns selber. Immer so häufig viele passieren. Deswegen haben wir uns überlegt, lass uns mal all die Leute, die hier in der Sendung fragen, was denen schon mal für hässliche Unfälle passiert sind. Es sind einige geworden. Hier also Stars in hässlichen Unfällen. Every day I take my shoe off is an ugly accident. Ich habe zwei Softeis heimlich gegessen und zwar so schnell, dass mir die Kälte in den Kopf gestiegen ist. Und ich davon so starke Kopfschmerzen bekam, dass ich davon ohnmächtig geworden bin. Ich bin vorne übergefallen und habe mir das halbe Gesicht enthäutet. Und ich bin mit 12 vom Rennrad gefallen, oder besser gesagt einen Berg runtergefahren und dann vom Sattel direkt auf die Rennradstange gerutscht mit meinen Hoden. Und da hat es so unglaublich geschmerzt. Mit 23 Jahren saß ich auf einer Vespa, ohne dass ich diese bedienen konnte. Ich hatte keinen Helm auf und habe Gas mit der Bremse verwechselt und bin direkt gegen meine Häuserwand gefahren. Eines Tages bin ich im Schwimmbecken von einem Geschoss getroffen worden und es war der dicke Henschel, der mit einer Arschbombe in mein Genick gesprungen ist. One time I got a pimple on my pimmel and it wouldn't pop and I had to take a knife to my own pimmel and cut out the cyst. I walked out of a supermarket and this Rottweiler jumped me in public. I took the owner to court and the little doggy died. However, when I was cutting, the cyst would move like bloop, bloop. I just cut the shit out of my wiener, and now I'm dry on Dreisig, and I still have scars from trying to cut the cyst out of my wiener. Gewicht, Heb, Training und eine riesige Hantelstange fällt mir aus 1,40 Höhe mir direkt auf den Kopf. Und dann bin ich ausgerutscht und mein Gegenspieler ist mir von hinten hier in den Ellenbogen rein. Und hat ihn mir quasi so gebrochen. Bung, gung, 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 gung. Aua. Ah, überall Blut. Die Zeitschrift Brigitte hat mich eingeladen, Sommermode vorzuführen. Ich bin einen Tag vorher in der Wanne ausgerutscht und habe so ein Auge bekommen. Also meine Wange war so, mein Auge war total geschwollen. Ich sah total entstellt aus. Und das haben die alle wegretuschiert. Diese Brotmaschine, die ich selber noch gar nicht richtig bedienen konnte, weil meine Finger eigentlich viel zu klein waren dafür, drückt auf diese Taste und diese komische Säge, da geht los und zack, Daumen ab. Aber der viel schönere Unfall ist heute Nacht passiert. Unser Hund hat nämlich neuen Welpen und ich bin barfuß in den Hundehaufen getreten. Lecker, lecker. Hässliche Unfälle zu sehen bei Kuttner im Jahr des Hundes mit Hundepublikum. Die nächsten 365 Tage mit Hundepublikum. Es ist für uns jetzt schon ein großer Spaß. Wir hatten auch noch gar nicht erwähnt, dass auf jeden Fall ich einen, ich möchte sagen, gesunden Respekt vor Hunden habe. Es ist
jetzt in dem Sinne nicht Angst, aber es ist Respekt. Großer Respekt. Ich habe Respekt vor Hunden. Und der Sven auch. Der Sven hat auch starken Respekt. Ist das ja? Vor allen Dingen, wenn die Hälfte der Hunde schon schläft. Ja, das geht mir persönlich, also das ist halt wahrscheinlich der Grund, warum wir keinen Grimme-Preis haben. Weil der Zuschauer, wahrscheinlich passiert das dem Zuschauer auch. Ja, ja. Schnell Thema besser. Lass uns mit Sex kommen. Sex funktioniert ja, bei den Zuschauern immer. Ich habe etwas Großartiges gelesen, etwas wirklich Tolles. Und zwar italienischer Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Der hat gerade auf einer Wahlveranstaltung in Sardinien ein Keuschheitsgelübnis abgelegt. Und zwar hat er zu einem Pfarrer gesagt, dass er bis zur Parlamentswahl am 9. April keinen Sex haben möchte. Nie wieder Sex bis zum 9. April, woraufhin ihm der Pfarrer, auch total unseriös, versprochen hat, dass er dafür im Gegenzug beten wird, dass Berlusconi die Wahl gewinnt. Also komplett unseriös, aber es ist natürlich, es wirft ein paar Fragen auf. Da muss man ehrlich sein, deswegen möchte ich jetzt meinen Außenreporter für sexuelle Zuständigkeiten und Unterleibsbelange, Sven Schumacher, ein paar Fragen stellen. Sven, kannst du mich hören? Ja, jetzt ist angekommen. Ja, ich kann dich hören. Ja, ich kann dich hören. Berlusconi hat versprochen, bis zum 9. April keinen Sex mehr zu haben. Die wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang, wie definiert man Sex in diesem Zusammenhang? Darf man sich selber anfassen, ja oder nein? Was ist Sex? Was ist Sex? Unter Sex versteht man die sexuelle Interaktion zwischen zwei oder mehreren Lebewesen. Konsequenz wäre natürlich, er muss seine Finger lassen von seiner Gattin, von etwaigen Gespielinnen. Und bedauerlicherweise gehört auch da die Autosexualität, die Selbstbefriedigung, die Masturbation, die Onanie dazu. Das wird unterm Strich bedeuten, dass Berlusconi keinerlei sexuellen Kontakt mit niemandem pflegen darf bis zum 9. April, der Tag der Wahl. Richtig, korrekt, vollkommen richtig. So ist es korrekt. Die Sache ist die, es wird aber auch zu seinem Vorteil sein, denn wir müssen davon ausgehen, Wollust und Geilheit gehört nun mal zu den 7 Todsünden. Abgesehen davon lenkt es vom Wesentlichen ab. Kann man, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, Herr Schumacher, kann man unter diesen Umständen behaupten, dass Berlusconi jetzt bessere Chancen hat als sein Herausforderer Romano Prodi? Ja. Ja. Ist mit einem klaren Ja zu beantworten. Mit einem klaren Ja zu beantworten. Viele machtbewusste Menschen konnten schon immer aus einer gewissen sexuellen Unausgeglichenheit eine enorme Kraft schöpfen. Das könnte zu seinem Vorteil laufen. Herr Schumacher, ich danke Ihnen sehr. Ich gebe ab, zurück in die Bumsburg oder wo immer Sie wohnen. Richtig, die Vielen Bumsburg, Dank, Herr Schumacher. 1A. Vielen Dank, bis ganz bald. Ne? Auf Wiederhören. Oh, ja, 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 ne? Fragen über Fragen, die haben wir gelöst, aber machen wir uns nichts vor. Es ist bis zum 9. April. Das ist noch 68 Mal schlafen, ohne zu schlafen mit jemandem. Das ist sehr, sehr lange. Und weil wir uns tatsächlich so ein bisschen, naja, man kann jetzt nicht sagen, verfreundschaftet fühlen zu Berlusconi, aber doch so ein bisschen im Herzen bei ihm sind, bei dieser schier unlösbaren Aufgabe, haben wir beschlossen, mitzufiebern mit Berlusconi und haben ihn deswegen hier. Wir werden jeden Tag zählen, wir werden die Tage zählen. Hier ist der Berlusconi-Bums-Countdown. Noch 68 Tage ohne Sex für Berlusconi. Das wird hier jeden Tag bei uns auf dem Tisch stehen. Ihr werdet in jeder Sendung darüber informiert werden, wie lange es noch ist, dass Berlusconi keinen Sex haben darf. Der Berlusconi-Bums-Countdown. Wir machen weiter mit einer kleinen Pause. Nach dieser Pause geht es weiter mit einem bezaubernden Hundepublikum, was sich jetzt schon also vor Lachen, die kriegen sich gar nicht mehr ein, die Hunde. Außerdem nach dieser Pause gibt es auf der Bühne Toni Kater, die was aus ihrem Album Futter spielt. Das halten wir für eine wahnsinnig gewitzte Sache, dass sie heute hier auftritt. Und im Gespräch Kurt Krömer. Außerdem ganz, ganz wichtig, sehen Sie Sarah Kuttner und Sven Schumacher, wie wir ohne Quatsch und ohne fast nahezu ohne Gags Gerätetouren gemacht haben. Ich sag nur Bockspringen, Matte und, also jetzt nicht Schuhmachermatte, Matte, wo man Rollen drauf macht und ganz schlimm, der Balken. Wir haben den, wie heißt der, Schwebebalken, Doppelbalken, Barren, Stufenbarren. Wir haben Sachen am Stufenbarren gemacht. Es war all das nach einer kleinen Pause. Bis gleich.
bisschen Stille tut der Show Kuttner gar nicht so schlecht und so ein bisschen Hundepublikum im chinesischen Jahr des Hundes tut Kuttner auch nicht schlecht. Wir haben eine Knallersendung nach wie vor hier am Start. Es erwarten uns Wunschgäste vorm Herrn. Und zwar wird da sein Kurt Krömer, einer der wenigen lustigen Lustigtypen Deutschlands, kann man sogar sagen, der heute hier im Gespräch. Auf der Bühne Toni Kater, eine schöne leise Musik aus ihrem Album Futter, was natürlich sehr, sehr gut passt, auch thematisch. Wir möchten uns aber trotzdem jetzt mal einem Thema zuwenden, ein sozialkritisches Thema, das muss man sich erst mal trauen. Sozialkritisches Reizthema ist diese Jugendlichen immer. Ja, Jugendliche, die sind ja hauptberuflich damit beschäftigt zu rauchen, früh Alkopops zu saufen, den ganzen Tag Petting zu machen, Playstation spielen, immer schön hier im Einkaufszentrum rumhängen, sonst nichts auf die Reihe kriegen. Ne? Wo bleibt da der Sport zum Beispiel? Früher, 68, als ich noch jung war, haben wir Sport getrieben ohne Ende. Schön mal einen Speerlauf, ruhig mal hier eine Woche lang Rolle vorwärts machen und so. War ja damals bei dir auch 33. War ja bei dir, wann war Abitur? 33, 34? Ja, nee, also ja, ich habe 33 Abi gemacht. Ja. Und war halt super damals. Ja. Also da hattest du aber auch viele Turnmöglichkeiten. Ja, ja, und das verlottert total heute. Und ich sehr dankbar war. Aber ich meine, du musst natürlich auch mal zugeben, Sport ist gar nicht besonders reizvoll dieser Tage. Ne? Man sieht also scheiße aus, weil man schwitzt die ganze Zeit. Ja? Dann gibt es auch nie die richtigen Klamotten. Du musst immer so Schlabberquatsch anziehen. Es gibt natürlich auch wahnsinnig uncoole Sportler, Vorbilder. Wer möchte denn bitte Franzi van Almsick oder Ralf Schumacher als Vorbild haben? Ja? Das bringt dir alles nichts. Und ganz entscheidend, du darfst beim Sport halt weder saufen noch rauchen. Ne? Das ist wirklich bedauerlich. Das ist wirklich bedauerlich. Und dann haben wir uns gedacht, ey, wir haben doch aber diese Vorbildfunktion. So wie diese Hunde auch eine Vorbildfunktion haben. Die werden ein bisschen aufgeregt jetzt. Es ist aber auch ein Reizthema, habe ich von vornherein gesagt. Es ist klar, dass da auch das Hundepublikum ein bisschen gereizt reagieren kann. Was uns aber wichtig war, ist, wir haben eine Vorbildfunktion. Wir müssen den jungen Menschen bestimmte Sachen einfach wieder näher bringen. In diesem Fall war es Sport. Deswegen haben der Sven Schumacher und die Sarah Kuttner beschlossen, wir gehen am Wochenende schön in eine Turnhalle und machen da, stellen unseren Body, machen ein bisschen Sport. Das Ganze hat stattgefunden in meiner alten Schule, das John-Lennon-Gymnasium. Und wir haben da die Sportlehrerin Frau Herrmann getroffen, die mich tatsächlich nicht nur in Gymnasiastenzeiten betreut hat. Nein, sie hat mich sogar in der Grundschule schon Medizinbälle werfen lassen. Und dort haben Sven und ich ein bisschen Sport gemacht. Ihr seht jetzt also einen Film voller bewegender Bilder, einen Film mit Hang zur Ästhetik für Bodies, für Bewegung und andere schöne Sachen. Hier ist Sarah und Sven in sehr, sehr sportlich. Okay, hey. Kinn auf die Brust! Oh. Nicht so lacht, lustig gerade, ja? Also klar, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts kriegen wir hin, oder? Rolle vorwärts, ja. Machst du auch mal bitte so? Ich werde es mir nochmal anschauen. Gleich eine Kniebeuge. Kniebeuge! Rückwärts, gleich eine Kniebeuge, ein Bein strecken. Genau. Die Rolle vorwärts, Rolle rückwärts in die Kniebeuge. Ja. Und daraus dann den Kopfstand. Okay. Eine Zwischenpose, schon mal Vorgeschmack. Unless your name's Brewster, because Brewster's a puppy.
mit beiden Händen machen eigentlich? Das wäre top. What's the deal with my brain? Why am I so obviously insane? In a perfect situation, I let love down the drain. There's the pitch, slow and straight. All I have to do is swing and I'm a hero. But I'm a zero. Hungry nights, once again. Now it's getting unbelievable. Cause I could not have it better. But I just can't get no play. Dann hatte ich das Gefühl, dass ich, wenn ich auf der Stange sitze, dass ich meinen Penis unvorteilhaft abzeichne. Oder fandst du, das ging? Du atmest so schwer. Unterm Strich sagen, dass der Sport uns näher gebracht hat, einander. Ne, wir waren davor ja eher so, naja, jetzt nicht verfeindet, aber wir waren schon sehr auf Abstand miteinander. Und dann kam der Sport ne, und seitdem sind wir so. Das hat auch dieser Sport und eben auch dieser Einspieler, hat mich meinem Körper wieder ein Stück weit näher gebracht, weil ich hatte schon, ganz ehrlich, kleine Zweifel, ob ich vielleicht ein bisschen zugenommen hat zum Beispiel. Und ob das ein bisschen unästhetisch sein könnte. Aber zum Glück ist das nicht der Fall. Die Spannung, das Gefühl hatte ich nie. Deine Körperspannung hat mir immer ganz innen drinne so gekitzelt, mich innen drinne so gekitzelt. Also liebe junge Menschen, ruhig weiter kiffen, aber zwischendurch auch mal Sport machen. Das möchte unsere Mission an euch gewesen sein. Jetzt nächste Mission, Leute vorstellen, die super sind, ja, die man auch weiter unterstützen muss, vor allem mit einem Hundepublikum. Insofern, ich freue mich so, dass er da ist. Ich hoffe sehr, das wird jetzt alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Auf dem Weg in dieses Studio ist sehr, sehr leise Kurt Krömer. Ist das hier immer so? Oder? Ist immer so. Ach so. Wie findest du das? Finde ich toll. Das ist das beste Publikum, was ich gehabt habe. Also ich sag mal so, kannst halt auch nichts falsch machen, ne? Da kann man ja alle in eine falsche Richtung auch, ne? Also Sven hat es ihnen halt sehr, sehr angetan. Ich habe versucht, die ganze Zeit nicht persönlich zu nehmen. Gut, dass du nochmal drauf hingewiesen hast. Hier ist dein Wasser. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Hast du manchmal Arschlochpublikum? Wo du echt so denkst, oh schön, einfach alle wieder rausgehen, ich mache lieber alleine weiter. Nö, habe ich nicht. Nie? Das sind echt tolle Leute. Also mit 90% der Leute würde ich gerne zusammenziehen. Nein. Doch, ist wirklich wahr. Du kennst sie doch alle nicht persönlich. Die sitzen dann da rum und lachen nur. Die sind im Schwarzen, die sind im Black alle. Ich sehe keinen, die lachen, sind wohlwollend, klatschen. Also das ist so eine gute Voraussetzung. Aber ich mag die wirklich alle sehr gerne. Du hast ja erst... Also ohne, um mich einzuschleimen. Klar, jetzt oder dass so, du das von so meinst, ist ich mir liebe mein klar. Publikum. Natürlich, ist aber ich liebe mein Publikum auch, aber Hunde sind mir lieber, ganz im Ernst. Ja, wa? Na, wo ist er denn? Du, mach mal schön einen auf laut, dann wirst du sehen, wer hier der Erste ist, der gebissen sind wird, mein Lieber. Interessiert, oder? Wir haben die Würste in die Hose nähen lassen. Ach so, klar, das ist das, was so reibt gerade. Du hast ja viel Bühne gemacht und machst jetzt aber auch Fernsehen. Ist da ein Unterschied für dich? Ist das die logische Fortführung Fernsehen für dich, oder... Fernsehen mache ich, um die Bude im Endeffekt voll zu kriegen. Ja? Welche Bude? Naja, das Theater. Also du machst Fernsehen, damit die Leute dann genau, zu den Bühnensachen kommen? Genau, dass sie das sehen hier. Menschen halt bei Sarah Kuttner sehen, klasse. Jetzt sagen 100.000 Leute, wo kann ich den sehen? Und dann gehen sie auf meine Homepage. So viel gucken die leider nicht. www.michaelschanze.de und dann sehen sie ja, wo ich bin. Und dann reisen wir nach. Ich meine doch dein eigenes Fernsehen. Kurt Krömer Show bei Krömers und so weiter und so fort. Das ist ja, ist das... Dolle anders für dich als auf einer richtigen Bühne, davon abgesehen, ja, dass da natürlich auch mal Leute klar, sind. Klar, nervt halt. Man muss immer warten. Du trinkst Kaffee, du raus, wirst eigentlich nicht gebraucht. Ab und zu wirst du mal durchs Studio geschoben und dann gehst du wieder nach Hause. Da finde ich den unmittelbaren Kontakt zum Publikum dann besser. Wobei? 2 Stunden am Stück, ohne Schneiden, ohne wir haben keine Batterien in der Kamera oder so.
Das passiert häufig bei uns. Ja. Musst du immer aufpassen, dass vor der Sendung schön die Batterien in der Kamera drin sind. Ganz wichtig. Genau. Aber viele Leute haben große Angst, auch bei dir im Studio, in der Show zu sein, weil du die Leute ja sehr, sehr stark mit einbeziehst. Ich kenne Leute, die weinend rausgekommen sind, weil sie in der ersten Reihe saßen und dann auch viel mitgespielt haben. Ist es so, dass sie inzwischen Angst haben, in der ersten Reihe zu sitzen? Oder sind dann so Fans, die sagen, ich in der ersten Reihe, dann redet der Krömer mit mir sicher was. Dann redet er nicht mal eher mit mir. Ja. Dann passt er mich auch mal an. Physik nicht. Das ist eigentlich meistens, wenn sie sich daneben benehmen. Dann kriegen sie halt ihn auf die Mütze. Ach, das ist tatsächlich eine Bestrafung, toll. Ja, ist eine Bestrafung. Eine Bestrafung ist auch so viel. Ja, ist doch schön. Schön, ja. Dann gibt es mit einem Lineal auf den Fingerkuppen und so. Ja. Nee, aber die müssen ja dann schon auch mal was machen und mitreden. Nee, die haben und eine so große Fresse und werden dafür bestraft. Richtig, ganz einfach. Wer zu spät kommt, wird vorgeführt. Ist doch klar. Ich war heute auch pünktlich da. Würde ich jetzt erst in einer Viertelstunde kommen, hättest du auch so einen Hals und hättest gesagt, na, was soll das denn? Ja, und dann gäbe es auch. Dann hätte ich dich auch geschlagen. Genau, siehst du? Dieser. Der Kurt Krömer, wenn du auf der Straße nur so einkaufen gehst, dann hast du ja vielleicht die Brille nicht auf und vielleicht andere Klamotten an. Gibt es Menschen, die dann enttäuscht sind und gerne möchten, dass du nochmal der Kurt Krömer, der Fernseh- oder Bühnen-Kurt Krömer bist und tust du denen dann den Gefallen? Ich spiele mein ganzes Programm vor im Supermarkt vom Joghurtträger. Du weißt doch, was ich meine. Man kann ja dann noch echt sagen, komm, lass mal gut sein, ich möchte jetzt irgendwie weggehen. Oder man kann nochmal schnell einen kleinen, macht mal schnell einen Witz, fertig ist die Laube. Nö, ich hab das hab ich noch nie gehabt, so, dass einer, weiß ich nicht, mit dem Kantor jetzt mir in den Rücken schlägt und sagt, mach mal irgendwie. Ich war letztens im Café gewesen, da waren zwei Frauen, kommt eine dritte dazu und sagt zu den zwei Frauen, kick mal da drüben, sagen die anderen Frauen, ja, ich weiß Kurt Krömer, setzen sich hin, Stille. Ich habe meine Zeitung weggepackt, war sauer, weil ich dachte, na, soll ich vielleicht was unterschreiben? Das tut mir können leid. Sie mal Fragen stellen oder so und bin dann rausgegangen. Also von daher, das hatte ich noch nicht, das habe ich noch nicht gehabt, so, von wegen, machen Sie mal. Da bist du ja ein unglaublich gut aussehender Mann. Danke, den Türk öfter. Vor allem auf dem Foto, was wir vorbereitet haben. Welches? Nein, ihr habt nichts vorbereitet. Wir haben ein Foto vorbereitet, und zwar das hier. Ja, manche haben gesagt, da muss den Körper erstmal für haben, Kurt. Da hätte auch eine Fliege gereicht. Das muss man sich auch echt mal trauen. Sich, ja. Also Mut zur Hässlichkeit. Die Hässlichkeit, die du ja eigentlich tatsächlich nicht besitzt. Aber doch? Nein. Nie. Obwohl, stimmt, klar. Jetzt mal im Ernst. Ich habe auch schon viele Mädchen gehört, die gesagt haben, der Kurt, wenn er nicht die Grimassen macht und die Brille aufhat, dann ist er ein sehr schöner Mann. Haben Leute wirklich gesagt. Wenn er einfach mal das Maul hält und die Brille abnimmt. Nein, oder was? Kurt, aber wenn du mit einem Schlips nackt im Wald stehst und dabei so ein Gesicht mit der Brille machst, dann würde ich auch nicht sofort über dich herfallen. Ich hab das war in der Uferfabrik, habe ich das gemacht. Und da waren kleine Kinder, die haben alle gesagt, ist das hässlich. Und dann war eine, die hat auch so eine Hornbrille auf wie Icke, die hat gesagt, aber hat ein nettes Lächeln. Oh Mann, wir machen eine kleine Pause, Kurt, und dann geht es aber weiter mit noch mehr Fotoüberraschungen aus deinem und meinem Leben. Ich freue mich. Und noch sehr viel. Kommt es auf deiner Homepage drauf gewesen? Ach so, ja? Ja, wer macht denn das? Ich habe da keine Ahnung von Computern. Sieh mal an, kurtkrömer.de. Ach so, ist die Homepage. Wir machen Pause, danach noch mehr Hundepublikum, noch mehr Kurt Krömer, aber auch Toni Kater auf der Bühne. Bis gleich. Ich freue mich. Den tosenden Applaus vorstellen. Normalerweise so. Ist hier, geht's hier hoho und alle so und hu und so. Aber heute ist ja Hundepublikum. Mhm. Wobei die jetzt anfangen zu wimmern. Dann gefällt es ihnen nicht so gut. Das ist ein ganz gutes Zeichen bei Hunden. Wenn denen das gut geht, die glücklich sind und sie sich auch wohlfühlen, fangen die so an zu wimmern. Ach so, stimmt. Ja, gut. So eine Art Hundelachen, kannst du dir so vorstellen. Siehst du? Da wurde gleich zustimmend gebellt. Der junge Mann neben mir ist Kurt Krömer. Den kann man sonst nur im anderen Fernsehen sehen. Im WDR-Fernsehen zum Beispiel. Oder im RBB. Oder im RBB, in den dritten. Außer im MDR, die wollen mich nicht, aber die haben ja Achim Menzel. Die wollen dich wirklich nicht? Nee, weiß ich nicht. Dich will doch jeder. Ich habe gelesen, alle wollen dich, alle privaten und du willst aber halt nicht. Du coole Warum Sau. Warum, weiß ich ja auch nicht. Die haben die dicke Hamsterbacke. Und du willst aber lieber MDR als, sagen wir mal, ProSieben. Nö, ich fühle mich eigentlich ganz wohl da, wo ich jetzt bin, im Öffentlich-Rechtlichen. Finde ich gut.
Ich kann, ich sage jetzt ehrlich, anarchistischer arbeiten im RBB als bei Sat.1 oder so. Ja, aber das ist ja klar. Auch tolle Sender sind natürlich, die haben ja auch tolle Leute. Ja, die sind auch wunderschön da. Die sind super talentiert, schön. Super schön. Die haben auch ganz die bessere Maske als wir. Die haben eine schönere Maske als du. Ja. Ja, die haben eine sehr, sehr gute Maske. Die haben ganz andere Masken. Gibt's Leute, die du im Fernsehen, also pass auf, wir sind ja nicht so Comedy-Freunde eigentlich und ich finde sehr, sehr lustig, was du machst. Es gibt ganz wenig Leute, dann wie ich. Dann bin ich Schauspieler eben. Nee, komm, du darfst das sein. Ach du so. Machst das, ja. Jetzt wäre das Kompliment gekommen, wenn du nicht dazwischen gequatscht hättest. Ach so, entschuldige bitte. Das mag ich ja sehr, sehr gerne, was du machst. Was magst du denn gerne Comedy-mäßig? Was möchtest du mehr im deutschen Fernsehen sehen? Wen oder ich was? Ich finde Comedy generell scheiße. Also ich gucke gerne so lustige Sendungen, aber nicht so von wegen, haha, jetzt sind wir aber mal lustig. Entschuldigung. Wir haben noch das Hundepublikum, Kurt. Alle zum Teil. Die werden sofort, wir sind stehen Gespräch die auf und beißen. Mit Frau Kuttner, gucken wir die so an. Guck dir nicht in die Augen, zeig nicht da drauf, um Gottes Willen. Ach so. Um Gottes Willen, starr dir nicht in die Augen. Immer zu mir kommen, Kurt. Genau. Oh Mensch. So, ist gut. Wo war die Frage? Du hast nur lustige Sendung, aber es gibt keinen einzelnen Ich finde Menschen, zum Beispiel Pastewka, finde ich total lustig. Da bin ich als Zuschauer, normaler Zuschauer und lach mein Ast. Ja, was findest du ganz schlimm? Möchtest du nicht sagen? Manchmal möchten die Leute es nicht sagen. Nö, sag ich auch nicht. Da schalte ich einfach um. Komm ein. Manche kriegen 2 Sekunden, manche 3. Komm, wer ist ein 3-Sekunden-Kandidat? Ach, alles, was im MDR so läuft. Du hast ja als Vorbild hast du den Klaus Kinski angegeben. Klaus Rudolf Kunze, genau. Und den Neuss. Und ja, das sind ja beides per Definition eigentlich Menschen, die geregelte Abläufe, die perfekten Störer von geregelten Abläufen. Ist es das, worum es unterm Strich geht? Gar nicht Pointen nach einem 5-Minuten-Monolog in die Masse zu werfen, sondern anders machen. Die Pointe ist am Schluss so, das war das. Ja. Fertig. Da wisst ja jeder Bescheid. Also Comedy-Anarchie. So ja, genau. Humor muss nicht immer lustig sein, so nach dem Motto. Den hast du aber auch schon ein paar Mal gesagt wahrscheinlich, ne? Ja, aber ja, macht dann hier war ich ja noch nicht. Hier warst du noch nicht. Schön. Schreibst du das Leben? Ihr schreibt zu zweit. Gibt es Leute, die noch helfen? Hast du noch so andere Leute, die dann... So Co-Autoren können wir uns da gar nicht leisten. Da geht ja nicht um Bezahlen. Hast du noch jemanden, der das machen muss? Nee, ich schreibe alles selber. Ich bin ja nominiert für einen Grimme-Preis als Autor meiner eigenen Sendung. Ja, schmier's mir auf die Stunde. Ich find's toll. Ich habe schon genau... Und für die andere bin ich auch nominiert. Ideenhaber und sowas. Ja, zwei ist mehr als eins. Ist eins und noch eins, ne? Letztes Jahr war nur eins. Jetzt kannst du ausrechnen, nächstes Jahr kriegt 3 Nominierungen, aber kein Preis. Kann sein, dass sich das verdoppelt, Kurt. Klar. Kann sein, dass es nicht nur eins mehr wird. Nächstes Jahr 4, dann 8. Dann 8 Nominierungen? Ja. Vielleicht 2 Preise im Endeffekt. Das kann sein. Das ist eine Rechnungsfrage. Sein. Ich könnte stundenlang mit dir über Grimme reden. Ich auch. Stundenlang könnte ich mit dir über Grimme reden. Du machst, lass uns das noch erwähnen, du bist auch auf Tour, ne? Ich habe, Achtung jetzt, Daten. Du bist vorbereitet, Daten. Schön. Das hätte 1.2.2006, der erste Termin im Jahr des Hundes. Krömer in Leipzig, im Haus Leipzig. Klammer auf, ausverkauft, muss ich eigentlich gar nicht sagen. Nee. Achso, die sind alle ausverkauft, die hier stehen. Im Ostteil Deutschlands ist ausverkauft. Die ist mögen dich super toll? Gerne. Ist toll, weil die immer sagen, ich bin ja Neuköllner. Und die sagen immer, den Ossi mit der Brille, den fand ich eigentlich am lustigsten. Oh. Ich bin in Neukölln geboren und Ostdeutscher vom Beruf. Finden die dich unterschiedlich gut? Ja, also, anscheinend, naja, nee, es geht ja das, bis runter, bis nach Freiburg irgendwie ist ja auch die Hütte voll. Aber so Leipzig, Dresden freut mich sehr. Das ist das erste Mal nach 31 Jahren, dass ich jetzt da drüben auftreten darf. Ja, ich freue mich so für dich. Ist ja auch viel einfacher geworden jetzt. Mhm. Apropos auftreten. Ich habe einen Live-Act. Ja? Ich schaue den Live-Act. Das ist hier Musikfernsehen. Ich schaue den Live-Act. Wenn ich sowas höre, da kriege ich Plagg. Ey, ich habe... So. Entschuldigung. Ist ja nicht schlimm. Fass! Auf der Bühne haben wir eine junge Frau mit einer Band hingestellt. Die machen jetzt Musik. Und zwar, ich find's immer so toll, ich muss leider 12-mal drauf rumreiten, dass das Album von denen auch Futter heißt. Toni Kater mit einem Lied. Oh Gott, jetzt hätte ich fast vergessen, welches. Na, es ist bestimmt Liebe ist. Richtig? Ja. Da, Toni Kater, bitteschön. Verzaubert und ich hab den Schlüssel. Schicke, wann ich will.
Dankeschön. Tony Carter, auf der Bühne. War das das leiseste Klatschen, was ihr in eurem Leben gehört habt? Ich denke schon. War das auch das erste Hundepublikum, hoffentlich? Ja, wie man es nimmt. Doch. Ist halt auch mal was anderes, ne? Kann man nicht meckern. Ist auch mal was anderes, so ein Publikum. Ich finde es total schön. Und die ersten, die sind ja auch schon eingeschlafen. Ja, also, die sind schon eingeschlafen, während ich geredet habe. Mit dem Code hatte das nichts zu tun. Nicht, dass der wieder eingeschnappt wird. Sollen wir schnell ein Foto machen? Ja. Also, beziehungsweise ich mache Foto von euch. Wir machen auch Foto. Du möchtest mit den Hunden ein Foto? Darf ich? Meinst du, das muss der Tiertrainer natürlich. Na, stell dich mal daneben. Denk dran, nicht in die Augen gucken. Generell Ruhe bewahren. Auch wenn sie aggressiv werden. Du müsstest, genau, ich... Auf die Plätze, fertig. Liegt ihr auf dem Rücken? Ja. Pfui. Und los. Toll. Vielen lieben Dank. Du kannst auch vielen Dank an die Band, die jetzt nicht die Hunde, ihr könnt auch die Hunde streicheln, wenn ihr wollt. Wir machen gleich Schluss. Von mir aus müssen die da nicht mehr ruhig rumsitzen. Ich wollte noch darauf hinweisen, dass ihr ja auch diese Platte habt. So sieht der Song aus, den wir eben gehört haben, wenn er auf einer CD drauf ist. Und so das Albumfutter. Ja. Dankeschön, dass ihr unter den besonderen Umständen hier wart. Lieber Kurt, auch dir vielen Dank. Dich kann man aber auch noch live angucken. Genau. Nämlich auf deiner Tour. Ja, bis Ende Februar. Bis Ende Februar. Das ist doch eine gute Sache. Ja, jungen Leute, seid so crazy. Ich habe mit meinem Kollegen Sven vorne am Schreibtisch geschlagen, ohne Unterbrechung, so. 5 Minuten gelacht über den Tournamen. Ja? Tränen. Wir sind totaler Fan. Ich möchte ein T-Shirt haben, auf dem Krüm de la Krüm draufsteht. Ja, gerne. Kannst du haben. Mach dir T-Shirts davon. Verspreche ich dir hoch und heilig. Natürlich. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn es nur eins für dich ist. Ich hätte das so gerne, ich ziehe es auch anderen. Okay, gerne. Dann machen wir einen Deal. Gut, machen wir ein Foto? Wollen wir ein Foto machen? Ja, gerne. Aber ohne Hunde, wa? Ja, ja. Man muss ja jetzt nicht übertreiben. Wir machen schnell. Ach so. Wir machen so. Lächelst du süß? Ja, da halt süß. Ich auch. Schön, Knaller. Nehme ich 3 Stück von. Eieiei. Du guckst süßer als ich. Ja, mich können wir ja rausschneiden. Na ja, schneiden wir raus. Der Kurt Kröner, ach, wem erzähl ich das ja gar keine Krömer. Mehr. Krömer war das. Ich weiß. Frau Kattner. Pass mal auf, Krüm de la Krüm. Schon mal Abgang machen und ich mache hier die Abmord alleine, oder was? Ja, okay. So, auf kurtkrömer.oe.de kann man sich nochmal angucken, wo man den Krüm de la Krüm Tour sich angucken kann in Deutschland. Außerdem hast du ja bestimmt Merchant-Stuff in Shirts, in CDs, in DVDs und in the house. In the house. In the house. Und da kann man auch nochmal gucken, wann genau wo die 20 Shows im dritten von Kurt Krömer kommen. Ich danke sehr, dass ihr im Fernsehen zugeguckt habt, wenn ihr denn zugeguckt habt. Vielen Dank an die Hunde, auch nochmal an die Lucky Dog Hundeschule, dass ihr so geholfen habt, dass die nicht ausflippen, die Hunde. Lieber Kurt, dir vielen Dank. Und am Donnerstag machen wir auch eine Sendung. Da bist du nicht dabei, aber Death Cab for Cutie. Schade. Naja. Viel Glück trotzdem. Dankeschön. Tschö. Tschüss.